Hallo, da bin ich wieder. Bin wieder zurück. Was ist denn hier los? Spawns und erstmal steht da jemand, setzt sich dann plötzlich wieder hin und die da ist die ganze Zeit am Ausrasten. Fängt ja schon mal sehr gut an. Also wir haben Telefonat, also nein, eine Nachricht, genau. Vom Burnett. Zuallererst müssen wir uns um die Bewohner Philadelphias kümmern. Vergiss das nicht, Brady. Burnett. Das hatten wir doch schon, oder? Habe ich das nicht schon mal vorgelesen? Bleib locker. Kennst du das Zitat von Mahatma Gandhi? Ist schon in Ordnung, Mann. Och nee, jetzt habe ich den unterbrochen, so ein Mist. So, von den Quests hier können wir ja nichts mehr annehmen. Wir schauen hier mal kurz. Genau, das war hier Missionsziele, Jobs, genau, Heavies fotografieren, dann Schichtmuster. Ja, Leute, die KV-Einheiten, die Eingänge bewachen, fotografieren. Woher soll ich das wissen, dass die den Eingang bewachen? Wenn es nicht gerade mega offensichtlich ist. Aber in den meisten Fällen laufen die ja da so random durch die Gegend. Schwierig, schwierig. So, dann töte Heavies mit dem LMG. Das haben wir eh auch schon angefangen. Da fehlen uns jetzt gleich noch zwei oder so. Ah, stimmt, wir müssen ja den... Deswegen war ich ja drinnen, genau. Weil wir ja schon auf 100% sind hier. Und wir müssen ja den Aufstand starten, damit wir hier die ganzen Lager auseinandernehmen können. Genau. Dann ab rein da. Dann müssen wir hier mal runter. Das ist so komisch, ich will da durchlaufen und dann ist da plötzlich eine Tür vor meiner Nase. So, das war da hinten. Ja, überfahr mich einfach. Geil. Na sicher. Ich überfahr dich gerne. Warum ist jetzt die Tür immer zu? Ich hätte gedacht, wenn ich unten bin. Was? Hä? Jetzt muss ich doch nicht daher? Warum muss ich jetzt plötzlich darüber? Ach so, weil ich da... Okay, okay, okay. Weil ich hier gespawnt bin. Alles klar. Dann laufen wir da mal rüber. Sprinti, sprinti. Hier sind Truppen. Hier ist eine Drohne, aber egal. Ja, bezüglich der Telefonsachen da, also da fotografieren, das machen, dies machen, das werde ich nur so nebenbei machen oder halt zum Teil gar nicht, weil das Game dauert sonst einfach viel zu lange. Ich mache ja eh schon die ganzen Rufzeichen und so, also Rufzeichen, also die Rufzeichen muss ich ja machen. Ich mache eh schon die ganzen Explosivsachen und die Radios. Und wenn ich dann die Sachen da auch noch mitnehme und mich da stundenlang umsehe, nee, das gefällt euch dann nicht und mir natürlich auch nicht. Ah ja. Deswegen nicht böse sein, wenn ich da... Ich habe ja schon manche rausgelöscht, weil mir die zu blöd waren, um neue annehmen zu können. Ich mache halt nur die sich halt auch wirklich so nebenbei lohnen. Die ich nebenbei machen kann, ohne da 5 Stunden rumsuchen zu müssen. So, ah ja, Wertsachen verkaufen. Wir haben halt leider noch keine... 3750, aber bald, dann ist die Waffenstabilität von der Waffe auch besser. Gut, dann starten wir den Aufstand. Es ist an der Zeit, den Leuten Ashgate zurückzugeben.
Ja, ab geht's. Cool, Brady, du hast es geschafft. Die Zivilisten wehren sich gegen die KVA und sorgen für Chaos auf den Straßen. Sieht so aus, als ob eine größere Gruppe der Polizeistation ziemlich zugesetzt hätte. Geh dorthin und sieh nach, ob du das zu deinem Vorteil nutzen kannst. Geh zur Polizeistation und hol dir die Pläne. Die KVA hat mit den zivilen Unruhen alle Hände voll zu tun. Das ist deine beste Chance, reinzukommen. Ja, natürlich. Der Typ steht nur rum, beschwert sich aber jedes Mal, dass ich im Weg stehe. Ja, ja, Junge, dich habe ich nicht vergessen. Ich würde dich am liebsten einfach abknallen. So, Taschenlampe an. Wir gehen jetzt aber nicht gleich zur Polizeistation. Wir wollen ja zuerst den anderen Kram machen. Genau, Polizeistation ist dann, die Polizeistation ist unser letztes Ziel. Wir machen zuerst das hier. Wir räumen jetzt mal schnell alle Lager leer, also schnell unter Anführungszeichen. Wir räumen die ganzen Lager jetzt leer und befreien die natürlich. Vielleicht sind da noch ein paar Heavy-Truppen, das wäre natürlich auch sehr, sehr schön. Ich habe das Goliath-Gehirn geknackt. Ich konnte seinen Programmcode entschlüsseln und mein eigenes Betriebssystem schreiben. Wenn wir das in einen Goliath stecken, kann ich ihn gänzlich kontrollieren. Ich kann's kaum erwarten. Hoffentlich läuft die Suche nach dem Goliath gut. Have a Ende. Wie die sich freut, wie so ein kleines Kind. Die hat anscheinend gänzlich vergessen, was dieser Goliath bedeutet. Noch mehr Menschen, die sterben. Aber ja, soll sie sich freuen, wenn sie will. Das sieht halt so random aus. Warum schlägt er da gegen das Auto? Vor allem mit dem Baseballschläger, der zerbricht einfach irgendwann. Und das Auto denkt sich so, jojo, danke, dass du mich gestreichelt hast, ich freue mich. Das Auto muss weg. Hier komme ich eh relativ easy rein, zum Glück. Zack, und ab geht's. Da habe ich offensichtlich die falsche Waffe ausgerüstet. Oh, da hätte ich fast einen Zivilisten abgeknallt. Oh, wo sind die? Also hier hinten ist einer. Zack, weg mit dir. Okay, das hier ist eh alles schon kaputt. Ich glaube, die kommen gleich runter, oder? Ah, das ist so ein Schrottyp. Haha, Pech gehabt. Oh, ein Heavy. Schnell nachladen. Schnell Foto machen. Entschuldigung, da muss ich mich gerade sehr konzentrieren. Dann hier schnell die Waffe wechseln. Das ist so dämlich, Alter, dass ich das... So, da, da. Komm, lad schneller nach, der muss weg. Wo ist er hin? So, sehr gut. Jetzt können wir die Waffe wieder umrüsten. Eieiei, schnell hier. Ja, das ist halt echt blöd. Da ist ja noch einer. Gut, dann Waffe nochmal umrüsten. Zum Glück kommt von hinten niemand, sonst wäre ich ja richtig am Arsch. Komm schon. Das war ein normaler. Wo ist der Heavy? Hier. Sehr schön. Ich muss die Waffe wieder umrüsten, weil ich halt schon gern die schnellere.
So, wir heilen uns mal kurz. Ja, ich weiß, da oben ist noch einer. Ich brauche aber mal ein bisschen Muni. Hey, warum habe ich auf einmal 5000 Dollar? Wie zur Hölle? Hatten die hier so viel in der Tasche? Aber ich loot die doch erst jetzt. Ja, gut. So, der ist weg. Oben oder unten? Hier unten. So. Wo ist denn der Punkt hier, den ich einnehmen muss? Ja, ja, die kommen gleich hoch. Ach so, stimmt. Die können ja auch durch die Ding durchschießen. Wie viele das sind. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen problematisch hier. Was soll ich denn das machen? So. Ich muss aber hoch. Ich muss aber hoch. Muss ich hier lang? Nee. Hier komme ich ganz woanders hin. Ich habe keine Muni mehr. Das ist Wahnsinn. Muss ich da rein? Nee. Wo ist denn da der Eingang? Ich muss hier... Ich muss irgendwo ein Weg sein, wo ich rein kann. Hier vielleicht? Ja, mit der Muni, das ist halt echt problematisch. Du hast so wenig Muni und was kriegst du an Muni? Immer genau die, die du nicht brauchst. Ah, hier, alles klar. Okay, das sind alles Festplatten. Oh, eine Tastatur. Ja gut, dann hacken wir das mal. Gerade noch. Okay, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe doch keine Muni mehr. Wo kriege ich denn Muni her? Ich brauche unbedingt Muni, ey. Das ist so schlimm. Du hast keine Muni. Der ist auch weg. Ich halte das Mikro ein bisschen näher. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich nicht so nach mich nach vorne, dass ich mich nicht so nach vorne lehne, weil sonst drücke ich die ganze Zeit meine Nase gegen den Puffer. Was soll ich denn jetzt machen? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Es ist noch immer ober mir. Noch immer ober mir. Hä? Muss ich hier irgendwas machen? Wahrscheinlich, oder? Ah. Ja gut, mit dem Fight, warum nicht? Da sagt er vorher extra noch, das sind Leute. Und dann so, nee, ist doch egal.
Nachrichten einfacher verbreiten und die Leute wissen lassen, dass wir für sie und Amerika kämpfen. Okay, hier haben wir alles voll. Kommt schon, seid ihr gut drauf. Scheiß auf die Schulden. Ja, wenn das im echten Leben so einfach wäre. So, das hier kann man alles looten. Oh, hier sind Waffen drin. Wir haben Sachen verkaufen. Jetzt können wir ja unsere Waffe hier upgraden. Unsere MP. Zack, die ist voll. Sehr schön. Ja, Pistole verwenden wir eh nicht. Ich würde sagen, für gewisse Fights verbessern wir unser LMG. Haftminenwerfer von den ganzen Kram brauche ich eh nicht, weil eh alles so offensichtliche Schwachstellen hat. Ja, sparen wir auf die 2500. Das passt dann. Munition ist wieder aufgefüllt. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, wir spazieren gleich mal hier hin. Hoppala. Ab zum nächsten Punkt. Ich bin nicht gestorben. Ich bin sehr erstaunt. So, das machen wir mal kaputt. Was haben wir denn hier hinten? Ah. Das ist der Drohnenturm, der alle Drohnen in der Zone steuert. Wenn ich zufällig auf dieses Signal bekommen könnte, finde ich vielleicht heraus, wie die KVA mit ihren Maschinen kommuniziert. Erobere ihn, wenn du kannst. Okay, mache ich. Kann ich da einfach rein? Ja, da kann ich einfach rein. Warte mal, ich muss mal schauen. Nein, nicht das hier. Die Schichtmuster, genau. Oh, ganz toll. Alter. Mann, ich bin hier so blöd positioniert. Das ist richtig kacke hier. Das Nachladen geht doch voll schnell mit dir jetzt. Ah, Mann. Das läuft ja gar nicht gut. Warum hat er sich jetzt wieder hingesetzt? Also hingestellt. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Uiuiuiuiui. Der ist weg. Meine Güte, ich habe jetzt schon wieder kaum Muni. Dabei habe ich eh schon alles, damit ich das Maximum an Muni mitnehmen kann. Das ist voll schlimm. Problem ist halt natürlich auch, es kommen ständig neue Leute. Wie kriege ich denn das hier nochmal auf? Ja gut, ich brauche das gar nicht aufkriegen, weil ich sowieso... Alter, das gibt's nicht. Wo? Hä? Was? Warum? Wo? Oh, war da wieder ein Geschütz und ich habe das übersehen? Ach komm. Das ärgert mich ja wahnsinnig. Jetzt bin ich wieder hier. Hä? Komm ich hier wieder raus? Ah, hier.